Die neue Regierung in den USA hat den Bundesanwalt Preet Bharara gefeuert. Bharara hatte den Rausschmiss im Internetnachrichtendienst Twitter bekannt gegeben. In seiner Botschaft erklärte er ausdrücklich, dass er nicht zurückgetreten sei. Kurz zuvor hatte Trumps Justizminister Jeff Sessions alle Bundesanwälte aus der Zeit der Obama-Regierung zum Rücktritt aufgefordert. Noch im November hatte sich Bharara mit US-Präsident Donald Trump getroffen. Damals sah es noch nicht nach einem drohenden Rausschmiss aus. Ich ziehe auf jeden Fall in Betracht, im Amt zu bleiben. Ich habe mich dazu bereit erklärt, hatte Bharara nach dem Gespräch im Trump Tower verkündet. Auch Trumps Kandidat für den Justizministerposten Jeff Sessions habe ihn gebeten, im Amt zu bleiben. Sessions wurde im Februar angelobt. Seine Aufforderung an die Bundesanwälte zum Rücktritt, der Bharara nicht gefolgt war, kam überraschend. Zwar ist es nicht ungewöhnlich, dass nach einer Wahl die Verträge der alten Bundesanwälte nicht verlängert werden. Normalerweise versucht eine neue US-Regierung aber nicht, alle von ihnen auf einmal loszuwerden.